Michael Baldringer, Sie sind Head of Sustainable and Impact Investments bei der UBS, beim UBS Asset Management. Sie haben Nachhaltigkeitsinvestitionen als Silicon Valley of Finance bezeichnet. Was meinen Sie genau mit dem? Ja, wenn ich anschaue, es ist nicht nur das schnellst wachsende Segment im Finanzsektor heute, es ist auch das innovativste. Es gibt ganz neue Möglichkeiten, die wir erarbeiten für unsere Kundschaft. Wenn es um Transparenzerarbeitung geht, neue Produkte, wenn es um Umwelt geht oder soziale Faktoren. Also es ist enorm, was für neue Produkte und Innovationen aus dem Segment rauskommen. Darum nenne ich das Silicon Valley von Finanzindustrie. Was sind denn das für Produkte? Ja, es gibt Produkte. Es gibt Produkte zum Beispiel um Klimaprodukte, wo man wirklich Portfolios optimieren für unsere Kunden, wo wir den Carbon Footprint zum Beispiel reduzieren mit gleichen erwarteten Returns für unsere Kunden. Aber es geht auch um das Reporting, wo wir den Kunden ganz neue Transparenz erarbeiten und zeigen, was neben der Performance den Impact von dem Geld auch auf Society bewirtschaftet. Jetzt bist du einer der grössten Verwalter von Vermögen, private und institutionelle Vermögen auf der Welt. Wie nehmen Sie das Kundenbedürfnis wahr nach Sustainable Investments? Also wir haben das auf Fahnen geschrieben, unser Ziel als UBS Gruppe auch ist, wirklich der Leader zu werden, in Nachhaltigkeit zu investieren. Und das hat wirklich einen Grund, weil wir sehen die Bedürfnisse der Kunden, die sich sehr schnell ändern. Es haben eine zweite, dritte Generation auch von Leuten, jüngere Generation von Kunden auch, die mehr als nur Finanzziel hat. Und das ist wirklich das, was durch Kunden treiben, wie wir das so führen bei der UBS. Was hat das Kundenbedürfnis ausgelöst oder was treibt das Kundenbedürfnis, dass es mittlerweile so ein grosses Thema geworden ist? Ich glaube, die Awareness von den Leuten ist grösser, was in der Welt passiert, durch alle Informationen, die man hat. Wir sind ja alle in dem Zeitalter von Big Data, wo man mehr Informationen will. Und ich glaube wirklich auch, es ist auch unsere Industrie und wir auch bei UBS, die neue Möglichkeiten unseren Kunden zur Verfügung stellen, wo das Erlebnis, das Kundenerlebnis weiterentwickelt hat, wenn es um Finanzanlagen geht. Wenn Sie in Firmen investieren, macht es Ihnen das einfacher, dass heute ein grosser Teil von internationalen Firmen oder auch lokalen Firmen sich so eine Nachhaltigkeitsinitiative gibt und auf diese Faktoren besser achtet. Erleichtert Ihnen das, die Produkte auch am Markt zu bringen? Absolut, ja, weil Sie müssen ja unserem Research, was wir machen, wenn wir Firmen analysieren, bevor wir investieren, je mehr gute Daten wir haben von diesen Firmen, je einfacher ist das für uns. Und man darf nicht unterschätzen, dass die Kapitalmärkte wahrscheinlich das most powerful transmission mechanism sind, um wirklich Änderungen darzustellen. Und wenn Finanzanalysten die Firmen die Fragen stellen, nach diesen Nachhaltigkeitskriterien, das macht natürlich automatisch einen Druck auf die Firmen, um sich mit dem zu beschäftigen. Und das hilft auch den Firmen dann, um bessere Geschäftsmodelle zu entwickeln. Was man als nachhaltig oder auch als Social- oder Impact-Investing anschaut, ist natürlich auch ein bisschen eine Definitionsfrage. Gibt es im Markt richtige Pure-Players in Sachen Sustainability oder wird es in Zukunft auch noch mehr von denen geben? Ja, und garantiert, und das ist ein bisschen die Entwicklung von dem ganzen Gebiet. Es hat wirklich angefangen mit spezialisierten, kleineren Firmen, die sich auf das spezialisiert haben, sehr viele Themen investiert haben, wie Wasser oder vielleicht Ernährungsfragen. Was wir heute sehen, von der Investorenseite vor allem, ist die Nachfrage nach globalen, grossen Firmen, die anbieten können über verschiedene Anlagenklassen, ob es aktiv oder passiv ist. Das war auch für mich ein Weg zu der UBS kommen, weil das hat wirklich geändert, dass die grössten Pensionskassen auf der Welt heute sehr viel Geld anlegen in diesen Gebieten. Und für das müssen sie eine globale Franchise haben, wie wir bei UBS Asset Management haben natürlich, um die Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen. Michael Baldring, vielen Dank für die Informationen.